vielen Dank, Herr Adam, für die Einladung und für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich darf vielleicht noch kurz ergänzen zu meiner Person. Ich war nur die letzten Jahre Universitätsprofessor. Davor war ich in der Wirtschaft, unter anderem bei Siemens, Chef von Siemens PDI mit weltweiter Geschäftsverantwortung. Also ich verstehe auch ein bisschen was von Financials, ist das nicht. Ja, Stromnetzstabilität. Sie wollen natürlich jetzt von mir wissen, kommt er nun oder kommt er nicht, der Blackout? Und ich muss Sie leider gleich zu Anfang enttäuschen, ich weiß es nicht. Und das ist auch die einzige seriöse Antwort, die man geben kann. Die nächste Frage wäre dann, kann er passieren? Und die klare Antwort ist ja selbstverständlich. Und das hat nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun, sondern das kann jederzeit immer passieren. Und dazu muss man verstehen, dass technische Systeme eben ausgelegt sind für bestimmte Belastungen. Egal, um was es da geht, ob das der Herzschrittmacher ist, den Sie hoffentlich nicht brauchen oder nicht haben, ob das Ihr Flugzeug ist, in das Sie steigen, Ihr Auto oder irgendeine Halle, Tragfähigkeit, sind für bestimmte Belastungen ausgelegt. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht höhere Belastungen geben könnte. Und wenn das passiert, dann wird das System versagen. Das ist bei unserem Stromsystem auch so. Also wenn da mal so ein größerer Blackout irgendwo passiert in der Welt und dann hier natürlich auch die Lokalen gefragt werden, kann sowas bei uns auch passieren, dann kommt ja immer so reflexhaft die Antwort, nein, kann bei uns nicht passieren, das ist schlicht falsch, natürlich kann es passieren. Gar keine Frage. Die nächste Frage ist dann immer, ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Dann kann ich nur sagen, ja, man kann das theoretisch berechnen, nur in der Wirklichkeit scheitert man daran. Denn bei so einem großen System, um das es jetzt hier geht, gibt es natürlich jede Menge Fehlerszenarien. Die Anzahl wächst explosionsartig mit der Anzahl der Komponenten, die so ein System hat. Und in unserem großen System geht es gegen unendlich. Jetzt haben wir zwar leistungsfähige Rechner, also selbst wenn wir das jetzt rechnen könnten, alle diese Möglichkeiten, was da passieren könnte, müssten Sie auch noch die Wahrscheinlichkeiten für das Einzelereignis wissen. So, und spätestens da sind wir wieder auf Schätzungen angewiesen. Um es vielleicht nochmal plakativ zu erklären, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Sabotage? Weiß kein Mensch. Ja? Also allein solche einfachen Fragestellungen, in die läuft man dann hinein. So, also man weiß es nicht, was wir sicherlich sagen können, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr klein. Und dann sind wir in dieser Krux der seltenen Ereignisse. Nicht so ungefähr so mit dem Lottogewinn. Nicht? Klar, Sie können nächste Woche Glück haben, aber man weiß es halt nicht. Ja? So ist das halt leider. Die nächste Frage ist dann immer, ja, ist denn die Wahrscheinlichkeit gestiegen? Und da kann man mit gutem Gewissen sagen, höchstwahrscheinlich ja. Und das liegt einfach daran, dass ein gestresstes System natürlich weniger Reserven hat. Und dann eher versagt, wenn ein Event passiert, der also so ein bisschen jenseits der Designkriterien ist. Ein nicht so gestresstes System hat dann vielleicht noch stille Reserven, die man mobilisieren kann. Ein geschätztes hat die eben nicht mehr. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich entsprechend höher. So, ich weiß nicht, ob Sie dieses Buch kennen. Ich kann es nur empfehlen. Sie werden es nicht weglegen. Ich weiß nicht, Sie haben es bestimmt gelesen, Herr Schassein, nehme ich mal an. Es ist wirklich spannend geschrieben und es ist super gut gemacht, muss man wirklich sagen. Also der Herr Elsberg, der es geschrieben hat, hat exzellent recherchiert. Da sind also nur minimale technische Fehler drin in diesem Roman. Es ist wirklich sensationell. Klar hat er das noch ein bisschen Sex and Crime garniert, das gehört ja mit dazu. Aber es ging so weit, dass der Chef der Amprion oder damals RWE Leitwarte, Frau Weiler, in dem Roman heißt der Herr Jochen Pewalski, muss ich mal nachgucken, ich kann es mal nicht merken. In Wirklichkeit war das Joachim van Zetter, den ich sehr gut kenne. Und in der Branche war es dann eine Zeit lang üblich, den Herrn van Zetter mit dem Namen dieser Romanfigur da anzusprechen. So gut war das gemacht. Ja, jetzt haben Sie sich einen Professor geholt. Und der Herr Adam hat mir eine Stunde gegeben. Da stehen wir noch dazu, wo wir jetzt später angefangen haben. Ja, wunderbar. Also muss ich jetzt ein bisschen in die Technik einsteigen. Ich weiß, dass die teilweise nicht vom Fach sind oder sogar nicht Techniker sind. Ich versuche es also ohne jede Formel zu machen und so kurz, wie es irgend geht. Zunächst mal, worüber reden wir überhaupt und wie sind die Systeme überhaupt aufgebaut?
Und da gibt es diese wunderschöne Pyramide zum Thema Versorgungsqualität. Ich weiß nicht, kann ich hier was zeigen mit dem? Nee. Ich sehe den Punkt bloß immer nicht, weil ich rot-grün schwach bin. Das heißt, ich habe immer das Problem, dass ich selber den Punkt nicht sehe. Gut, machen wir es so. Also, das ist eine Pyramide, die hat ein Fundament und auf der rechten Seite ist die Übertragungskapazität, also praktisch das Übertragungsnetz 380 zu 20 kV. Ich zeige Ihnen gleich noch Schemapläne davon. Das ist Sache der Übertragungsnetzbetreiber oder englisch TSO, Transmission System Operators. Das ist die eine Seite des Fundamentes, die andere Seite ist die Erzeugungskapazität, also wie viel Kraftwerkskapazität haben wir zur Verfügung und haben wir auch die Primärenergieträger zur Verfügung? Das ist jetzt unser Thema im Moment, nicht? Gas. Und das ist etwas, was wir nach Margaret Thatcher dem Markt überlassen haben. Vorher war das Monopol, jetzt ist es Markt. Und ich sage immer so etwas flapsig, also diesen Herrn Markt möchte ich gerne mal kennenlernen. Das muss also ein unheimlich cleverer Typ sein, dass der also die Entwicklung so 20, 30, 40 Jahre voraussehen kann, wie die Preise sich entwickeln und wie die Nachfrage dann sein wird, welche Technologien wir haben wollen, dass der das eben macht. Weil die Assets, die wir da hinstellen, die leben halt mal 40 Jahre. Wir wollen sie ja auch nutzen. Gut, haben wir beides in genügendem Umfang zur Verfügung, dann haben wir die Versorgungssicherheit gewährleistet. Eigentlich ein falscher Begriff, Sicherheit ist ein genormter Begriff und ist eigentlich mit Personensicherheit verknüpft. Die Engländer haben es da einfacher, die haben da zwei Worte für, nämlich Safety und Security. Also im Englischen heißt das Security und nicht Safety. Ist das meins? Nee, Gott sei Dank nicht. Also, Versorgungssicherheit ist dann gegeben. Das reicht aber noch nicht. Jetzt brauchen wir noch Spielregeln. Und diese Spielregeln, das sind die Grid Codes, die in neuerdings europäisch sind, von der N2E herausgegeben werden. Das sind die Spielregeln, die alle Player, die auf diesem System unterwegs sind, einhalten müssen, damit das System vernünftig funktioniert. Also sozusagen die Straßenverkehrsregeln. Und wenn das eingehalten wird, haben wir eine Systemsicherheit. Und das ist das, was Blackout-relevant ist. Systemsicherheit. Alles, was da oben drauf kommt, Servicequalität, dass wenn Sie bei den Pfalzwerken oder bei den Stadtwerken anrufen und sich beschweren, dass überhaupt einer Ihren Anruf entgegennimmt, ja, mal ganz flapsig formuliert. Versorgungszuverlässigkeit, dass der Strom halt da ist, wenn Sie einen Schalter betätigen. Und Spannungsqualität, dass Sie also auch diese 230 Volt da haben und nicht bloß 180 oder mal 340 oder so irgend sowas, ja. Das ist Sache der Verteilnetzbetreiber. Also, das sind die 110 kV-Betreiber, Mittelspannungsnetzbetreiber, Niederspannungsnetzbetreiber bis hin zu ihrer Steckdose. Und alles das zusammen muss funktionieren, damit wir eine vernünftige Versorgungsqualität haben. Das mal zur Einordnung. Jetzt schauen wir uns mal die Netze an. Ups, das ist animiert, das wusste ich gar nicht. Das ist die Karte von Europa, die Sie leicht sehen, das europäische Verbundnetz, das inzwischen also reicht von Nordafrika, die Maghreb-Staaten sind dran, Iberische Halbinsel, ganz Zentraleuropa, bis hin zur Türkei und seit wenigen Monaten auch die Ukraine per Notkopplung. Dieses System, die Anfänge des Systems gehen in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Heute sind es 34 Länder oder jetzt 35. Und 550 Millionen Einwohner, 3200 Terawattstunden Verbrauch. Und wir hatten seit 70 Jahren keinen Totalausfall. Das müssen Sie erstmal hinkriegen mit dem technischen System. Wir hatten Teilstörungen, natürlich, immer wieder. Aber wir hatten noch nie einen Totalausfall. Und das liegt unter anderem daran, dass dieses System eben klar definierte Spielregeln hat, klar. Und dass es eben ein dezentral organisiertes Betriebskonzept hat, eben keinen zentralen Regler, der immer wie immer so dümmlich erzählt wird. Denn wenn wir den zentralen Regler hätten, wäre deren Zuverlässigkeit oder dessen Zuverlässigkeit ja der limitierende Faktor. Sondern jeder Übertragungsnetzbetreiber hat sein eigenes Kontrollzentrum, darunter gibt es dann die Kontrollzentren der 110 kV-Netzbetreiber und so weiter und so fort. Ich glaube, niemand weiß wirklich genau, wie viele Kontrollzentren es in diesem System gibt. So groß ist es. Und es ist ein solidarisches System. Hier funktioniert Europa super.
Jeder hilft jedem, so gut es eben geht. Schauen wir ein bisschen näher auf Deutschland. Das ist die aktuelle Karte, die es beim FNN gibt. Hier sehen Sie auch die 380-220-KV-Netze. Das sind so plattformuliert diese großen Stahltrümmer, die da stehen, mit drei so Langstabisolatoren. Das ist 380-KV und zwei so Isolatoren sind 220-KV. Also die großen. Ich schon mal 380-KV Doppelleitung macht so ungefähr 3 GW Übertragungskapazität, je nach Auslegung. Das sind so 2,5 Kernkraftwerke. Gehen da drüber, über eine so eine Doppelleitung. Ist schon was. Was Sie hier sehen ist, ganz oben im Norden die ganzen HGÜ-Anbindungen in die Offshore-Windparks hinein. Gerade auf der Nordsee links und auf der Ostsee auch rechts sehen Sie das. Und was Sie schon beim groben Drübergucken hier sehen ist, naja, da gibt es so eine Rheinschiene runter, ja, die also offensichtlich ganz gut ausgebaut ist, aber so von rechts oben nach links unten ist es dünn. Das ist immer noch die Trennung Westdeutschland, DDR damals, ja, wo wir nach, gerade hier ganz im Süden runter da, von Sachsen oder von Thüringen nach Bayern runter, mal gerade eine Leitung. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Wenn Sie überlegen, dass wir da oben inzwischen 40 Gigawatt Wind stehen haben. Ja. Gut, wir leisten uns immer noch viel Übertragungsnetzbetreiber. Das ist historisch gewachsen. Über die Sinnhaftigkeit dessen kann man sicherlich streiten. Wir hatten mal 12, also wir machen Fortschritte, aber wir sind noch nicht so weit wie in der Schweiz, die aus 14 einen gemacht haben, nämlich Swissgrid. Wir befinden uns also im Netzgebiet der Amprion, da gerade an der Ecke zur EnBW, also Philippsburg, drüben auf der anderen Seite schon EnBW. Aber unser Netzgebiet, wo wir jetzt hier gerade sind, ist Amprion, ex-RWE. Ja, früher war das RWE, jetzt sind die selbstständig. Dann gibt es TenneT, das ist das Blaue, so ein langer Schlauch von Sylt runter bis nach Berchtesgaden, gehört den Holländern und die 50 Hertz da oben, also die ehemalige DDR im Wesentlichen plus Hamburg, gehört der Elia, das sind die Belgier. Die Chinesen wollten das vor 2-3 Jahren kaufen, da hat dann aber von Merkel nett gesagt, Gott sei Dank. Und dann gibt es da unten noch die EnBW, Sie sehen, die ist so eingebettet in das Amprion-Gebiet, das ist auch ein bisschen seltsam, aber tatsächlich laufen da Amprion-Leitungen quer durchs EnBW-Gebiet durch. Und die Hauptschaltleitung der EnBW sitzt in Wendlingen und die Gruppenschaltleitung süd von der Amprion ist gerade 20 Kilometer entfernt. Fragt man sich auch in einem zusammengeschalteten Netz. Naja, okay. Aber wie gesagt, historisch gewachsen. Was wichtig ist noch, dieses Netz ist hochredundant gebaut. Offiziell N-1, das heißt, eine Leitung darf ausfallen oder ein Transformator und niemand soll es merken, von den Kunden zumindest nicht. Kontrollcenter natürlich schon, ja. Aber der Service soll nicht in keiner Weise eingeschränkt sein. Meistens haben wir mehr, weil wir haben ja nicht Strichhöchstlast, sondern das ändert sich ja über das Jahr. Das heißt, wir haben meistens eine höhere Redundanz. Aber die Netze sind dann ausgelegt oder waren bis jetzt ausgelegt für den Worst Case. Tatsache ist, wir hatten in den letzten 10 Jahren keine einzige Störung aus dem 380-KV-Bereich, soweit ich das jedenfalls weiß, die durchgeschlagen ist bis auf Endkunden, also private Endkunden im Niederspannungsbereich. Das Netz ist super gut. Wenn wir mal etwas weiter runtergehen, 20-KV-Netze, das sind so diese kleinen Holzmasten, die da manchmal stehen, aber hier im städtischen Bereich ist das weitgehend verkabelt inzwischen. Dann sind das eben Netze, hier in der Mitte des 20-KV-Netz, was eben keine Hot-Standby-Redundanz hat. Das heißt, da sind so Leitungsstränge bis zu einem Trennungspunkt und wenn da irgendwo ein Kabelfehler ist, dann muss die Leitung da vorne im Umspannwerk ausgeschaltet werden und dann muss der Fehler freigeschaltet werden, kann man wieder zuschalten. Das ist die typische Störung, die Sie kennen. Die dauert so 20 bis 40 Minuten. Ja, dann ist das Thema erledigt, weil man durch Schaltmaßnahmen eben die Versorgung wiederherstellen kann. Und dann ganz unten rechts sehen Sie noch ein Niederspannungsnetz, also das ist dann so an der Straße drin, bis zu Ihrem Hauseingang hinein, mit Abmessungen so maximalen Kilometer in der Größenordnung ist das
Die haben gar keine Redundanz. Wenn da irgendwas kaputt ist, wenn der Bagger das Kabel greift, dann müssen sie aufbuddeln und reparieren. Und vorher gibt es halt keinen Strom. Punkt. Ja, und das dauert dann halt ein bisschen, aber es sind dann eben nur relativ wenige Gebäude betroffen davon. So, das ist die grundsätzliche Struktur. In Realität sieht das dann so aus, das ist ein reales Mittelspannungsnetz. Zumindest zwei Personen hier im Raum werden das wiedererkennen, denke ich mal, aber ich sage nicht, wo es ist. Sie sehen, also jeder Ort muss halt angeschlossen sein an so ein Netz. Ja, das ist also wie so ein Geflecht in der Hand, hier die Adern, oder wie in Blättern so wie nennt man das? Na, egal. So, und Widerspannung sieht dann so aus. Jedes Haus muss angeschlossen werden. Sie sehen ja also sehr schön die Straßen, nicht? Rechts Gehsteig, links Gehsteig. Da liegen dann eben die Kabel drin. Bei uns ist es verkabelt, im Wesentlichen im Ausland häufig auch noch Dachständerleitungen. Bei uns sind nur noch ausnahmsweise Dachständerleitungen. Und hier ist eben, wie gesagt, keine Redundanz. So, die 90% aller Störungen, die wir haben, kommen aus dem Mittelspannungsnetz. So, grob. Warum ist das so? Naja, weil wir halt vor allem im ländlichen Gebiet eben hier quer durch die Wälder diese Holzmastleiter oder jedenfalls kleine, niedrige Masten haben, die natürlich voll den atmosphärischen Einwirkungen ausgesetzt sind. Nicht? Blitzschlag, Schnee, Sturm. Das übliche Thema dann im Frühjahr, in Sparkelzeit, nicht? Kommt ein Gewittersturm und reißt diese Planen hoch, fällt es in die Leitungen rein und dann haben sie eine Störung. Ja, das ist halt so. Bei den höheren Spannungsebenen hängt das alles schon so hoch, dass das dann meistens nicht mehr passiert. Gut, so viel vielleicht, um mal Ihnen eine Idee zu geben, wie die Netze überhaupt strukturiert sind. Jetzt Blackouts. Was Sie hier sehen, sind die großen Blackouts, die wir die letzten 50, 60 Jahre hatten. Beginnend mit der berühmten New York-Störung da ganz links. In dem Bubble, da ist immer drin, wie viele Millionen Einwohner betroffen waren, und die Bubble Size soll die Einwohnerzahl repräsentieren. Bis 2012 war also die letzte richtig dicke Störung in Indien mit 620 Millionen betroffenen Personen. Ja, das ist schon was. Ja, da war das halb Indien war da dunkel. Und wenn man also ganz grob da drauf guckt, dann könnte man meinen, naja, also das wird irgendwie ja immer größer und immer mehr und immer häufiger. Aber bitte gucken Sie auch auf die Timescale. Nicht? Da vorne ist 1965 und da hinten ist 2012. Es sind sehr, sehr wenige Events, die so groß sind, dass man von einem Blackout redet. Nichtsdestotrotz, wir hatten sowas auch. Hier die roten Punkte. Der linke da, das ist der USA-Blackout. Da zeige ich Ihnen gleich noch ein Foto, 2003. Der rechts daneben ist der Italien-Blackout, also ein europäischer. Und dann der da in der Mitte, das ist hier der von Deutschland ausgegangen ist. Die berühmte Sache mit dem Schiff. Wenn wir nachher in der Diskussion noch Zeit haben, dann kann ich da ein bisschen näher drauf eingehen, was da wirklich passiert ist. Also den haben wir verursacht, ja? Wir als Deutschland. Und die Auswirkungen waren dann in ganz Europa zu spüren. Also es passiert, Sie kennen wahrscheinlich diese Fotos, das ist USA, Sie sehen da oben rechts, ja, Neuengland und Teile von Kanada waren ohne Strom für doch eine gewisse Zeit. Hier steht übrigens auch mal dabei, wie lange es gedauert hat. Also Wiederversorgung mehr als 24 Stunden hat es gedauert, aber bis der letzte wieder dran war. Ja. Und in Italien 18 Stunden. Nach 18 Stunden waren alle wieder dran. Das ist eine reife Leistung, das hinzukriegen. Ja. Das Ding, was wir in Deutschland da produziert hatten, war kein Blackout, das war nur ein Brownout. Da war nach ungefähr einer Stunde der Spuk vorbei. Das ging relativ zu. Man hat ein bisschen Glück gehabt dabei. Also es hätte auch länger dauern können, mit etwas Pech. So, also, das war USA. Das ist der Italien-Blackout. Kann man kaum erkennen, nicht? Da unten ist der Stiefel. Übrigens sehr schön zu sehen, nicht da oben. Weiß ich, wenn Sie mal nachts da über Holland geflogen sind, da die ganzen Gewächshäuser, das sieht man also sogar aus dem All. Nicht? Da werden die Tomaten gezüchtet, die werden dann nachts beleuchtet, damit das besser wächst und schneller wächst. Das ist schon beeindruckend. Ja, jetzt muss ich Sie leider, weil ja immer so von Stabilität der Stromnetze gesprochen wird, ein bisschen entführen in die Technik.
einfach mal um die Begrifflichkeiten ein bisschen zu sortieren. Und ich möchte anfangen mit dem, was uns Ingenieuren am meisten Kopfzerbrechen macht, jedenfalls dem TSOs, das ist die Frequenzstabilität, also die Tatsache, dass wir eine konstante Frequenz haben. Da geht es um die Wirkleistungsbilanzierung. Ich habe gleich noch eine Folie dazu, um das näher zu erklären. Dann gibt es die statische Stabilität und die transiente Winkelstabilität. Das sind Sachen, die mit der Synchronmaschine, also mit den Generatoren zusammenhängen. Und sorry, aber das kann ich Ihnen hier nicht erklären. Also das ist Masterstudium, irgendwo im 7., 8. Semester. Selbst die Studenten tun sich schwer damit, ist aber auch nicht wirklich relevant für unser Thema. Das ist der klassische Stabilitätsbegriff. Also wenn wir Ingenieure von Stabilität reden, dann meinen wir diese drei Phänomene. Dann gibt es noch die Spannungsstabilität. Das ist ein reines Netzproblem, hat mit der Erzeugung nichts zu tun, ist aber durchaus interessant, auch für die Blackout-Thematik, weil viele von den großen Blackouts sind durch ein Spannungsstabilitätsproblem dann wirklich schlimm geworden und ausgeartet. Dazu habe ich dann auch gleich noch eine Folie. Und dann gibt es so diesen umgangssprachlichen Stabilitätsbegriff, so wie Sie sagen, dieser Tisch da ist stabil. Hat mit Stabilität aber im klassischen Sinne gar nichts zu tun. Das meint einfach nur, dass das System eben vernünftig ausgelegt ist, dass es zuverlässig ist, dass die Spannungsqualität stimmt und so weiter und so fort. Das ist ein Auslegungsthema. Und jetzt noch mal ganz kurz zu dem Thema, was ist Stabilität eigentlich? Nun stellen Sie sich vor, Sie haben da so eine Schale, da ist eine Kugel drin. Nicht? Wenn Sie diese Kugel jetzt anschubsen, dann kommt die wieder nach einiger Zeit in diese Lage zurück. So, es kann auch sein, dass Ihre Schale so einen Absatz drin hat, dann kann sie sein, dass sie in eine andere Lage zurückkommt, aber sie liegt dann da wieder stabil drin, es ändert sich nichts mehr. Also alle Ableitungen nach der Zeit für die Mathematiker sind wieder null. Vorausgesetzt natürlich ist, dass der neue Zustand auch technisch zulässig ist und nicht irgendwo die Hütte brennt, ja, an der Stelle. Und instabil ist das Rechte. Nicht? Also Sie haben da irgendwie so eine Kuppe und da liegt eine Kugel drauf, die können Sie zwar drauf platzieren, aber wenn Sie die nur ein kleines bisschen anticken, dann fällt die runter. Das ist instabil. Das ist der technische Stabilitätsbegriff. Und leider Gottes ist es nun so, dass unser Energieversorgungssystem, das elektrische, ein per se instabiles System ist. Das heißt, wir kriegen diese Kugel da nur auf dem Berg gehalten, wenn wir da permanent dran rumregeln. Ja, es ist kein stabiles System an sich, sondern es ist an sich ein instabiles System. Gehen wir auf die zwei wichtigsten Phänomene ein. Frequenzstabilität, das ist ein Wirkleistungsproblem. Schlicht und einfach so gesagt, Sie wissen, wir haben Wechselstrom, also die Spannung schwankt so mit 50 Hertz, also 50 Perioden pro Sekunde, also 20 Millisekunden ist eine Periode. Und wenn wir jetzt nicht genügend Wirkleistung einspeisen über die Generatoren im Vergleich zur Last, dann sinkt die Frequenz. Warum ist das so? Das einfache Analogon ist, stellen Sie sich vor, Sie fahren Fahrrad. Wenn Sie da mit konstanter Geschwindigkeit fahren, dann müssen Sie da reintreten, eine gewisse Leistung. Und wenn der Gegenwind oder die ganzen Verluste sozusagen genauso hoch sind wie das, was Sie reintreten, fahren Sie mit konstanter Geschwindigkeit. Wenn es jetzt anfängt, bergauf zu gehen und Sie treten nicht mehr, werden Sie langsam. Weil Sie weniger Leistung einspeichern, als Sie brauchen, um das Fahrrad und sich selbst da den Berg hochzukriegen. Und so ist das hier auch. Und was dann langsamer wird, ist einfach die Drehzahl aller dieser rotierenden Maschinen. Das heißt, die fehlende Leistung kommt also aus der kinetischen Energie aller dieser rotierenden Massen. Das sind viele, ja, weil das ganze europäische Verbundnetz ist ja zusammengekoppelt. Also sprich, da ist dieser arme Kerl da oben, der da immer regeln soll. Und wenn also die Consumers hier zu viel ziehen, dann geht die Frequenz runter und er muss da also dran ziehen. Sprich, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben bei unseren thermischen Kraftwerken und die hängen wirklich am Gaspedal sozusagen. Das ist in Wirklichkeit ein bisschen komplizierter, aber de facto ist es so. Und dieser Ausgleich muss jederzeit passieren. Und wenn er nicht passiert, dann passiert das. Das ist eine Simulationsrechnung, die wir mal gemacht haben. Relativ einfaches System, ein kleines System, 10 Maschinen, je 500 Megawatt.
Und wenn Sie da einen Lastsprung drauf geben, zum Beispiel hier die unterste Linie plus 300 Megawatt, also Sie haben 300 Megawatt zu viel Last im Vergleich zur Erzeugung, dann sehen Sie, wie die Frequenz über der Zeit runtergeht. Und bei 47,5 hätten wir den Blackout. Und dann dürfen sich die Maschinen verabschieden vom Netz aus Sicherheitsgründen, damit nichts kaputt geht. Ja, das heißt, die müssen da dagegen halten, dass es ein ungeregeltes System ist, was wir da gerechnet haben. Sie sehen auch, da ist nicht viel Zeit. Ja? So, wenn wir uns das jetzt mal angucken, das ist ein Schrieb hier, der ist schon ein bisschen alt, aber das hat sich nicht wesentlich geändert. Ein ganzer Tag, da sind die 50 Hertz in der Mitte. Ja, da sind die 50 Hertz. Und Sie sehen, die Frequenz ist permanent so ein bisschen am Zappeln. Ja, aber das bleibt so im Bereich 50 plus minus 50 Millihertz mit wenigen Ausreißern. Das Gezappel kommt daher, dass eben permanent irgendjemand das Licht einschaltet und das Licht wieder ausschaltet. Also permanent sind unsere Kunden immer dran zu sagen, ja, ich brauche jetzt ein bisschen mehr, ich schalte wieder aus. Das heißt, das Leistungsgleichgewicht stimmt nicht mehr. Je größer das System ist, und wir haben ja ein riesiges System über ganz Europa, desto weniger spielt es eine Rolle, ob Sie Ihren Heizofen einschalten, weil das sind Peanuts, ja, im Vergleich zu der Gesamtleistung des Systems. Das heißt, es ist ein bisschen Statistik da drin, nicht? Was eben die Zahl der Verbraucher so tut. Wenn aber was passiert, wie zum Beispiel hier, ein Kraftwerksausfall von 1432 Megawatt, das war ein Kernkraftwerk in Frankreich, dann sehen Sie, dass die Frequenz doch mit ziemlich wie ein Stein nach unten geht, mit 9 Millihertz pro Sekunde. Und wenn Sie hier nicht eingreifen, ist nach 2-3 Sekunden Feierabend. Ja? Sie sehen, es hat wunderbar funktioniert. Ja, also die Frequenz ist hier abgefangen worden durch entsprechende Reserven, die ist dann erstmal stabilisiert worden und dann langsam wieder zurückgeführt worden auf ihren Normalwert. Das Gezappel bleibt natürlich obendrauf auf dieser Kurve. Alles gut. Dafür ist das System ausgelegt. Aber Sie sehen, das ist durchaus gravierend, was da passiert. Ja, und wenn da mal, das ist ja nicht so viel, 1400 Megawatt. Nach Gridcode dürfen 3000 Megawatt zeitgleich ausfallen. Das ist der Auslegungsfall. Sprich, wenn mehr ausfällt zeitgleich, dann haben wir eben genau diesen Fall, dass der Event schlimmer ist als die Designkriterien, dann wird es mindestens ein Brownout geben. Ja? Jetzt kann man über die 3GW diskutieren, das wird auch getan, nur wenn Sie mehr vorhalten, kostet es schlicht Geld. So, die Folie hat mir hier der Chef von Amprion netterweise zur Verfügung gestellt, der Hendrik Neumann. Das sind die Maßnahmen, die da ergriffen werden, also hier sind die 50 Hertz, die normalen. Wenn es hier also um 200 Millihertz runtergeht, dann werden erstmal alle Pumpspeicher, die gerade pumpen, ja, also Wasser hochpumpen in den Speicher hinein, ausgeschaltet werden und alle Erzeugungsanlagen werden aktiviert. Nach 300 Millisekunden, wenn die Frequenz weiter runtergeht, werden Großkunden abgeschaltet, die entsprechende Verträge haben. Das sind zum Beispiel Kühlhäuser. Denen ist das völlig wurscht, ob da mal 20 Minuten die Kühlaggregate nicht laufen. Da passiert gar nichts. Ja, die haben so eine thermische Masse. Oder auch zum Beispiel die, früher hieß die Norddeutsche Raffinerie, diese größte Kupferelektrolyseanlage in Hamburg. Die heißen jetzt aber anders. Aurubis, genau. Die haben auch so einen Vertrag, ja, wo dann immer gleich mit einem Schlag mal 200 Megawatt vom Netz gehen. Ja, das ist schon was. So, wenn die Frequenz weiter wie ein Stein fällt, dann werden alle Pumpspeicher hart abgeworfen. Also Schalter auf, Feierabend. Ja, die noch laufen natürlich. Und wenn das auch nicht reicht, dann sind Sie dran. Dann gibt es den automatischen Lastabwurf. Das heißt, da sind in den Mittelspannungsnetzen, in den Abgängen Relais drin, die die Frequenz überwachen. Wenn die Frequenz runtergeht unter diesen Wert, dann gehen die auf. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist dann ein Brownout. Ja, das ist eine geplante Firewall sozusagen, damit das System am Leben bleibt. So, hatten wir also das letzte Mal bei uns in diesem Modus 2013 mit dem Schiff. Ja. So, und wenn es auf 47,5 Hertz runtergeht, dann ist Schluss. Dann dürfen sich alle Erzeugungsanlagen vom Netz trennen,
weil die in Unterdrehzahl eine Gefährdung der Anlagen haben. Das halten die Turbinen nicht lange aus. Genauso, wenn die Frequenz zu hoch geht, aber das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass sowas passiert. So, das heißt, Sie sehen, da sind also einige Barrieren eingebaut für den Fall der Fälle, dass wir nicht gleich einen kompletten Systemzusammenbruch haben, sondern dass man dann eben erstmal einen Lastabwurf reinläuft und so weiter, weil den kann man dann nach wenigen Minuten wieder beseitigen. So, eine Folie noch zum Thema Spannungsstabilität. Ein bisschen schwer zu verstehen hier unten. Stellen Sie sich vor, Sie haben so einen Übertragungskorridor, über den Sie, oder ein halbes Netz oder was, über die Leistung über weitere Strecken transportieren. Und hier unten aufgetragen ist die Leistung, die Sie übertragen wollen, und da oben ist die Spannung am Leitungsende. Mit der Annahme, dass die Spannung am Anfang fest ist. Und je mehr Leistung Sie da drüber ziehen, desto mehr sinkt die Spannung ab. Das ist, glaube ich, unplausibel. Das erleben Sie ja auch, wenn Sie Ihre Sauna einschalten, werden Sie vielleicht merken, dass Ihre Glühlampe ein kleines bisschen nicht so hell leuchtet, für den Fall, dass Sie noch Glühlampen haben. Natürlich, LEDs reagieren da nicht drauf, weil die sind geregelt. So, und dann gibt es hier den Punkt of no return. Wenn Sie da angekommen sind, auf dieser Kurve, dann haben Sie einen Spannungskollaps. Und der passiert innerhalb von Millisekunden. Das ist physikalisch bedingt, da können Sie nichts gegen tun. Auch der Operator kann dann nichts mehr dagegen tun. Das heißt, er muss immer dafür sorgen, dass er weit genug von diesem Kipppunkt hier wegbleibt. Das tun die natürlich auch mit großem Fleiß. Nur, es könnte ja mal eine Störung kommen, wo Ihr Netz ein paar Leitungen verliert und dann springen Sie also auf dieser Kurve leider Gottes hier einen bestimmten Schritt nach vorne. Und es ist gar nicht so leicht rauszukriegen, wie weit Sie da springen, wenn das passiert. Also das, wir haben da Forschungsprojekte mit der Amprion gemacht, da brauchen Sie hohe Rechenleistung, um das online rechnen zu können. Ja, also das ist nicht state of the art, das zu rechnen, um es mal so zu sagen. So, jetzt noch kurz Begriffserklärungen. Blackout, also ein großflächiger oder vollständiger Systemzusammenbruch. Ausgangspunkt ist immer eine Störung. Eine Mangellage, zum Beispiel eine Gasmangellage, führt nicht zum Blackout. Aber das wissen Sie ja rechtzeitig. Ja? Und zwar eine Störung, die über die Designkriterien hinausgeht. Das heißt, auch die Barrieren reichen nicht aus und der Operator verliert die Kontrolle über das System. Dann haben Sie einen Blackout. Ein Brownout ist ein Lastabwurf, der zum Beispiel aufgrund Unterfrequenz hervorgerufen worden ist. Das heißt, die Barrieren haben funktioniert und der Operator behält die Kontrolle. Eine rollierende Stromabschaltung ist ein vorhersehbarer Mangel an Erzeugungsleistung, den die Operator eben dadurch in den Griff bekommen, dass sie eben rechtzeitig Lasten abschalten, um die Systembilanz wieder aufrechtzuerhalten. Rechtzeitig. Ja? Also Operator behält die Kontrolle, es ist eine manuelle Abschaltung. Die Versorgungsunterbrechung, die Sie kennen, ist irgendeine lokale Kabelstörung im Mittelspannungsnetz typischerweise. So, jetzt, wie sieht es aus mit dem Risiko? Das ist runterkopiert von der Amprion Homepage. Die haben eben dann doch wegen der öffentlichen Hype ich dazu eine Stellungnahme bewogen. Ich habe es komplett kopiert, wir müssen es aber nicht komplett lesen. Was hier steht, im Wesentlichen hervorgehoben ist, dass man in diesem Stresstest, da komme ich auch noch gleich noch drauf, verschiedene wirklich Worst-Case-Szenarien durchgerechnet hat. Und in der schlechtesten dieser untersuchten Szenarien ist nicht mit einem Blackout zu rechnen. Sehr wohl mit einer Mangelsituation, aber nicht mit einem Blackout. Warum nicht? Weil die TSOs natürlich über Instrumente verfügen, um mit solchen Mangelsituationen umzugehen. Nochmal, das heißt nicht, dass kein Blackout passiert. Das ist wie beim Fußball. Wir hatten kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Also kein Glück wäre, wir haben eben dieses Worst-Case-Szenario und jetzt passiert noch irgendeine blöde Störung obendrauf, on top. Ja, dann kann es natürlich passieren.
Was heißt das für den Winter? Auch das wieder, Amprion. Sie können das nachlesen, wird auf der Homepage. Hier habe ich ein bisschen kürzen müssen, aber das war dann doch sehr lang. Wir werden also unter bestimmten Szenario-Bedingungen, ich zeige sie auch gleich, eine äußerst angespannte Versorgungssituation haben und es kann auch in Deutschland zu einer Lastentdeckung kommen. In Europa und auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Wenn das passiert, kann es im schlimmsten Fall zu kontrollierten Lastabschaltungen kommen und Amprion sagt, die werden dann diskriminierungsfrei gemacht, sind regional und zeitlich begrenzt. Das ist ein bisschen, naja, also Amprion kann überhaupt keine Lastabschaltung machen, das müssen die Verteilnetzbetreiber machen. Die schalten nicht eine ganze Großstadt aus, die an 380 kV hängt, sondern das macht natürlich der Verteilnetzbetreiber. Ja, die machen das diskriminierungsfrei, sie ja nicht unbedingt ein Großkrankenhaus abschalten. Ja, das wäre ja auch fahrlässig, sowas zu tun, ja, wo dann eben möglicherweise, wenn der Diesel nicht anspringt, eben Leben in Gefahr sind. Aber ansonsten, mal abgesehen von diesen superkritischen Verbrauchern, versucht man das natürlich diskriminierungsfrei zu machen. Also wir haben 800 Verteilnetzbetreiber. Ich bin mal gespannt, wie die das organisieren im Ernstfall. Das wird nicht ganz trivial sein und da wird sicherlich auch einige Problemchen geben dabei. Wir leisten uns ja nun mal halt so viele Verteilnetzbetreiber. Andere Länder, bei denen reicht einer oder vier, wie in England. Wir haben 800 und das ist natürlich dann schon ein organisatorisches Problem. So, jetzt dieses Thema Stresstest, was ja auch durch die Presse geistert immer wieder. Offiziell heißt das Ding Abschlussbericht Sonderanalysen Winter 2022-2023. Ich habe Ihnen hier mal so ein paar Key-Themen rausgeholt. Das ist die Titelseite von diesem Bericht. Und auch hier habe ich Cut and Paste gemacht. Ich will das nicht alles vorlesen, um Gottes Willen, sondern bloß die wichtigsten Sachen. Was haben die getan und was war die Intention? Es gab zwei Intentionen dabei. Das eine war zu gucken, was ist mit unserer Leistungsbilanz? Also haben wir immer genügend Erzeugungsleistung zur Verfügung? Das ist diese Geschichte. Also Summe der Verbraucher, wo ist der Punkt da? Summe der Verbraucher gleich Summe der Einspeiser. Es geht also um bilanzielle Lastdeckung ohne Rücksicht auf das Netz im ersten Schritt. Was hat man getan? Man hat gesagt, okay, wir suchen uns ein Szenario raus oder mehrere Szenarien, die zeige ich gleich, da gibt es eine Tabelle, und rechnen jetzt das ganze Jahr durch im Stundentakt. Und gucken dann, wie vielen Stunden reicht es nicht. Und hier kommt gleich noch die Einschränkung. Das, was da gemacht worden ist, ist nur wenig repräsentativ, weil es sind eben nur drei Szenarien. Es gibt natürlich viel, viel, viel mehr. Ja, also diese Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen, aber es sind eben Worst, Worst, Worst Case. Also das eine ist ein Worst, Worst, Worst Case Szenario, aber es ist nicht repräsentativ. Ja, das muss man wirklich beachten, auch bei der Interpretation der Ergebnisse. Dann hat man die Netzsicherheit sich angeguckt. Das heißt, wir haben jetzt also unseren Erzeugungspark, wir haben unser Lastszenario, wir wissen, wie die Mühlen alle laufen und kriegen es jetzt übers Netz transportiert. Also Netzsicherheit. Und das Ergebnis ist, das verwundert auch nicht, im ersten Schritt mal nein. Wir müssen also eingreifen, wir müssen in den Markt eingreifen und einen sogenannten Redispatch machen. Und das Ziel war also, das Redispatch-Potenzial oder die Notwendigkeit, den Umfang von Redispatch-Maßnahmen herauszubekommen. Und was ist das? Nun, wenn Sie so einen Starklastfall haben mit hoher Windeinspeisung, dann haben wir eben leider das Problem, dass wir den ganzen Windpower von hier oben über unseren Netzengpass nach Süden bringen müssen. Wenn das Netz das nicht kann, wenn wir also die Netzsicherheit gefährden würden damit, dann muss man eingreifen und das nennt man Redispatch. Und was macht man dann? Nun, man muss vor dem Engpass sozusagen Kraftwerke runterfahren, man muss im gleichen Umfang Kraftwerke auf jenseits des Engpasses wieder hochfahren. Ja, und zwar in dem Maße, dass das Netz dann innerhalb seiner Designkriterien eben gefahren wird. So, runterfahren ist immer einfach. Hochfahren geht natürlich nur, wenn man was hat. Ne? Und da liegt dann der Pfeffer leider, der Hase im Pfeffer, so rum, nicht die Pfeffer im Hase. Und das möchte ich Ihnen gleich noch zeigen. So, das sind die Szenarien, die man angeguckt hat. Also
Links ist die Bedarfsanalyse 2022, das war so der reguläre Fall. Dann gab es ja schon mal einen Stresstest im Frühjahr, das ist die Sonderanalyse 1. Und der neue Stresstest, das sind diese drei Szenarien. Szenario Plus, 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 Plus. Mit jedem Plus wird es übler, sozusagen. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich zunächst mal, wie hoch ist die Kernkraftwerksverfügbarkeit in Frankreich? Also eigentlich sollten es 61 GW sein, hier sind es bloß noch 40 GW. Also ein GW ist ungefähr ein französisches Kernkraftwerk. Die haben meist nur 900 irgendwas Megawatt, diese Dinger. Wir haben einen europäischen Markt, wir sind solidarisch. Wir schieben Frankreich Strom rüber, auch jetzt schon, und bekommen dafür von Frankreich Gas. Solidarischer Markt. Solange es irgend geht, sind wir solidarisch. So, das heißt, hier ist also angenommen, dass ungefähr 21 Kernkraftwerke nicht wieder ans Netz gehen. Ja, in Frankreich. So. Dann haben wir ja schon Kraftwerke aus der Reserve geholt, Kohlekraftwerke. Hier ist also angenommen, dass das 6,1 GW sind, hier sind es nur 4,6 GW. Im Moment ist es weniger, soweit ich das weiß, aber das ändert sich täglich. Dann haben wir das Problem mit dem Kohletransport wegen der Niedrigwassersituation. Das hat sich im Moment jetzt mal wieder beruhigt, aber zum Teil sind die Kohlebunker noch verdammt leer. Ja, also das ist noch nicht wieder auf normalem Stand. Dann ist die Frage, ob diese Netzreserveverfügbarkeiten aussehen. Also sind diese ganzen Kraftwerke, die wir da aus der Reserve geholt haben, auch jetzt wirklich zuverlässig am Netz oder haben die irgendwelche Störungen, weil die eben ewig gestanden haben und so weiter und so fort. Also hier sind angenommen, dass nur 50% wirklich zur Verfügung stehen. Dann ist die Frage, wie viel Gas haben wir? Und zwar insbesondere in Süddeutschland und Österreich. Das heißt, können wir die Gaskraftwerke, die da stehen, auch laufen lassen? Und hier ist eben eine Gasverfügbarkeit von nur 50% angenommen. Und dann kommen noch die berühmten Heizlüfter. Also hier ist angenommen, wir haben 2,5 GW. Liebe Güte, also einer hat 1,5 KW. Das ist also 1 Million Dinger, ja, die dann auch noch 2000 Stunden laufen. Also das ist schon ziemlich worst, 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 ja, was man da angenommen hat. So, und dann schon plus noch der Gaspreis, 300 Euro pro Megawattstunde, der eben dann auch mitbestimmt, welche Kraftwerke am Netz sind und welche nicht. So, jetzt kommen die Ergebnisse. Sorry für die lange Vorrede, aber es ist halt nicht ganz trivial. Hier unten sehen Sie die Stunden. Also, das ist der 1. Januar, 0 Uhr, und da hinten bei 8760 ist dann der 31. Dezember, 24 Uhr. Und hier sehen Sie, achso, ich muss noch eins dazu sagen, sorry, habe ich eben vergessen. Das Wetterszenario. Man hat die Wetterzeitreihe von 2012 genommen. Warum 2012? 2012 war ein Jahr, wo es im Ende Januar, Anfang Februar eine extreme Kälteperiode gab. Mit dem Ergebnis, dass die Last eben entsprechend hoch ist, weil ein Teil der Last ist ja temperatursensitiv. Extreme Kälteperiode, also so eine Hochdruck-Inversionswetterlage über ganz Europa mit entsprechend auch geringer Windhäufigkeit, also wenig Wind in der Zeit und Photovoltaik schon gleich gar nicht. Ja. Das ist ja immer so eine trübe Wetterlage. Also schon ein sehr, sehr Worst-Case-Szenario, auch was die Wettersituation anbelangt. Und jetzt sehen Sie, also in ganz Europa, also synchrones Netzgebiet, ja, nicht ganz Europa, also Norwegen natürlich nicht, und Schweden, der synchrones Netzgebiet, haben wir 91 Stunden, wo wir Last nicht decken können. In Deutschland immerhin noch bis zu 12 Stunden und es fehlen uns bis zu 8 Gigawatt. Die drei Kernkraftwerke, die jetzt aus der Reserve geholt werden sind, haben zusammen etwas mehr als 3 Gigawatt. Also jetzt mit denen reicht es nicht. Wenn Sie das Szenario Plus Plus nehmen, was nicht ganz so worst ist, dann sind es nur noch 1 bis 2 Stunden und es fehlen maximal 700 Megawatt in Deutschland, in Europa immer noch 18 Stunden. In dem Szenario Plus haben wir eine minimale Unterdeckung noch in Europa und keine Unterdeckung in Deutschland. So, das ist Kupferplatte. Annahme. Jetzt ist die Frage, kann das Netz das? Und die Antwort ist nein. Und hier sehen Sie,
wie groß in Szenario plus ist das, ist der gesamte Redispatch-Bedarf im schlechtesten Zeitpunkt in dieser Zeit. Also aus dem Worst-Case-Szenario der Worst-Punkt sozusagen. Und das sind 17,5 Gigawatt. Gigawatt. Und hier sind es 18,8 Gigawatt. Und das bedeutet, über den Möglichkeiten, die wir selber haben und über den Möglichkeiten, die wir in Österreich vertraglich gesichert haben, das ist im Wesentlichen Pumpspeicher in Vorarlberg, Vorarlberger Illwerke, brauchen wir hier 8,6 Gigawatt aus dem südlichen Ausland, also Schweiz, Österreich. Die werden sich bedanken. Und ich glaube nicht, dass wir die kriegen werden. Es geistert schon durch die Presse, dass die ersten Protagonisten in der Schweiz sagen, die Schweiz sollte sich abkoppeln mit ihrem Netz aus dem europäischen Verbundnetz. Und ich verstehe es auch, weil das ist ein Netzproblem. Wir haben unsere verdammten Hausaufgaben nicht gemacht und unsere Nachbarn sollen es büßen. Ja, um das ganz deutlich zu sagen. Und selbst in dem Plus-Szenario ist immer noch 4,3 Gigawatt. Ja, also das ist richtig viel. Das ist richtig viel. So, jetzt kommt das Gleiche nochmal mit den drei Kernkraftwerken, wo der Herr Scholz ja nun entschieden hat, vorletzte Woche, dass die am Netz bleiben sollen. Und überraschenderweise ändert sich das Bild sich nicht so dramatisch. Es wird besser. Ja, also wir haben hier auch in dem Plus-Plus-Szenario nur noch maximal eine Stunde, wo wir uns nicht selber decken können, aber es ist kein Game-Changer. Es hilft, aber es löst natürlich nicht das Problem. Nichtsdestotrotz ist es eine richtige Entscheidung. Alles, was hilft, ist natürlich gut und wir können doch nicht ernsthaft die Dinge vom Netz gehen und dann die Schweiz sagen, so, jetzt gibt uns mal das Redispatch-Potenzial, weil wir haben unsere Kernkraftwerke abgeschaltet, die hat doch einen Knall. Ja, also beim besten Willen, geht nicht. Und hier ist nochmal dargestellt, wie sich das Netzproblem verbessert. Nun, das im Norden hilft gar nicht, das ist klar, das ist ja vor dem Engpass. Und die im Süden helfen natürlich, aber sie sind auch nicht optimal platziert. Das heißt, der Redispatch-Bedarf geht nur relativ geringfügig runter. Aber immerhin, das sind Gigawatts. Ja. Hilft natürlich schon. Gut. Die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst, glaube ich, kann ich überspringen, habe ich eben auf der Tonspur schon rübergebracht. Wir haben ein massives Redispatch-Problem, wir haben nicht so sehr ein Lastunterdeckungsproblem. Wir haben unseren Netzausbau nicht auf die Reihe gekriegt, ist die Ursache dafür. Und es gibt natürlich Empfehlungen, klar, alles reinhauen, was wir irgendwie haben, auch keine Überraschung, nur gut. Das hat natürlich Grenzen. So, jetzt nochmal zu dem Fall, habe ich noch Zeit? Ja. Wir hatten kein Glück, dann kam noch Pech dazu. Drei Störungen, die passiert sind. Zwei davon im Januar im letzten Jahr 2021, System Splits. Und das ist typisch. Was war die Situation bei den ersten? Ich muss dazu sagen, System Splits sind extrem selten. Den letzten hatten wir, wie gesagt, 2013 vorher. Und dann plötzlich zwei in einem Jahr. Also der Christoph Schneiders, der da der Verantwortung jetzt hat in Brauweiler, der hat auch gedacht, als sie ihn angerufen haben, sie wollten mich wohl veräppeln, schon wieder einer? Doch, zwei in einem Jahr. Was war passiert? Die typische Geschichte. Wir hatten eine extreme Lastsituation, weil das war das orthodoxe Osterfest. Das heißt, die Last hier war sehr niedrig und gleichzeitig war ein hoher Lastbedarf im zentraleuropäischen Netz. Also haben die wie die Weltmeister da aus den Ländern Griechenland, Balkan, auch Türkei Leistung eingekauft. 6 GW quer drüber zum Vergleich. Die Regelreserve ist nur 3 GW, also doppelt so viel wie die Regelreserve quer übers Netz transportiert.
Und dann kam der Hidden Failure. Ein Operator im kroatischen Netz hat schlicht gepennt. Hat nicht gemerkt, dass ihm eine Sammelschienenkupplung überlastet wird. Und der Hidden Failure war, dass die Sammelschienenkupplung nicht Teil der Netzsicherheitsrechnung war. Die wurde nicht überwacht automatisch vom System. Das sind so Fehler, die eben passieren, die Sie aber nie merken. Ja? Erst wenn dann der Fall eintritt. Also ist diese Sammelschienenkupplung rausgegangen, Schalter auf wegen Überlastung, damit sie nicht kaputt geht, alles gut soweit. Und in der Folge ist dann die Leistung eben über andere Leitungen und dann sind die alle entlang dieser Bruchlinie rausgegangen, weil sie alle überlastet wurden. Netz ist in zwei Teile zerfallen. Wir hatten dann hier in diesem Netz 6 GB zu viel und hier 6 GB zu wenig und sind in einen Lastabwurf reingelaufen. Alles konzeptgemäß, alles gut. Nach einer Stunde war alles wieder gut, Netz wieder synchronisiert. Aber wie gesagt, es sind diese Human Error und dann noch ein versteckter Fehler im System. Ja, das sind so diese Sachen, die es dann kippen lassen. Aber es war Gott sei Dank noch im Bereich dessen, was die Barrieren abfangen können. Also gut gegangen. Nächstes Thema, zweiter System Split. Wir hatten einen sehr heißen Sommer und da unten in Südfrankreich gab es Waldbrände. Und da sind mehrere 380 KV-Leitungen durch Buschbrände rausgegangen, wo einfach die heißen Rauchgase da in die Leitungen reingehen, die die Saturn dann überschlagen. Das Kontrollcenter von RTE, das ist der französische Übertragungsnetzbetreiber, wusste das nicht, weil ihnen die Waldbrände oder die Brände nicht gemeldet wurden. Ja, das heißt, sie hatten eine deutlich erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit von den Leitungen, sie wussten es aber nicht. Mit dem Ergebnis, dass dann zwei Leitungen rausgegangen sind und dann die Kuppelleitung in die Iberische Halbinsel, die sowieso sehr schwach ausgelegt sind, nur eben überlastet wurden und rausgingen. Und hier sehen Sie auch wieder Unterfrequenz in diesem Gebiet, weil er gerade importiert wurde aus Frankreich und entsprechende Überfrequenz hier in dem blauen Gebiet nicht so dramatisch, wo es ein riesiges Netz, ja, das war nicht so schlimm. Aber für die Iberer war es dann doch schon gravierend. Sie sehen hier, wieder, die Frequenz ist wie ein Stein nach unten gegangen, aber sie haben sich gefangen mit den gleichen Notmaßnahmen, die wir schon diskutiert haben. Also wieder gut gegangen. So, jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir müssen jetzt auf jede Leitung da Kameras bauen, damit ja jeder weiß, ob da vielleicht gerade ein Buschbrand ist. Ja, der liebe Güte, wer will das machen? Schwierig. Dann hätte man natürlich vorher sagen können, okay, da besteht ein erhöhtes Risiko, wir reduzieren mal den Import, greifen also vorher in den Markt ein. Nur Sie müssen die Informationen haben, dass da eben ein Problem ist. Und letzter Fehler, Texas, Februar 2021. Und da haben wir jetzt ein Analogon zu dem, was uns blühen könnte. Extrem niedrige Temperaturen in Texas. Ja, minus 29 Grad. Und zwar Arkansas, okay, aber jedenfalls gravierende Minuszahlen. Und Texas ist ein fast isoliertes System, hat nur ganz schwache Verbindungen zum Rest von den USA. Die hatten einen gravierenden Erzeugungsmangel, weil die Last extrem hoch war, viel höher als normal. Und die Last ist, die Frequenz ist ihnen also systematisch langsam runtergegangen auf 59,4 Hertz. Dazu müssen Sie wissen, Texas, also USA haben 60 Hertz, nicht 50 Hertz wie wir. So, und dann gab es also eine akute Gefahr eines vollständigen Blackouts. Sie sehen hier, wie die Frequenz runtergegangen ist und haben die eingegriffen durch rollierende Lastabschaltung. ERCOT ist der Betreiber. Haben also über 3 Tage, vom 15. Februar bis zum 18. Februar, rollierende Lastabschaltung gemacht, bis zu 20 Gigawatt. Zum Vergleich, Deutschland hat Höchstlast so 83, 84 Gigawatt. Also das ist schon viel, ja. Sagt man ja, na gut, also dauert ja immer nur 1-2 Stunden, aber hier war es dann doch deutlich mehr, weil sie hatten irgendwann nichts mehr zum Abschalten und dann mussten sie eben nicht kritische Verbraucher über mehrere Stunden bis Tage abschalten. In einer Situation, wo es so bitterkalt ist. Echt unschön. Ja. Aber sie haben das System gehalten, es gab keinen Blackout.
selbst in so einer wirklich extremen Situation. Ja, also dieses Problem. Ja. Ja. Ja, also kritisch sind Krankenhäuser, Wasserversorgung, Feuerwehren, Kommunikation, chemische Betriebe, wo dann Gefahr besteht, dass irgendwelche chemischen Prozesse außer Kontrolle geraten und eben hochgehen oder sowas. Ja. Netzausbau, die Situation wird sich verschlimmern. Das ist hier ein Bild aus dem Netzentwicklungsplan 2030b. Da steht also 2030, Zukunft, dass in diesem Szenario wir hier oben in dem nördlichen Gebiet eine 200%ige Überinstallation haben, was ja nicht schlimm wäre, aber im ganzen südlichen Bereich nur 50-75% Deckung haben. Das ist natürlich viel zu wenig. Das ist richtig gefährlich. Ja, also wir müssen diese verdammten Leitungen gebaut bekommen. Nochmal zum Thema, wodurch werden denn wirklich Blackouts verursacht? Und wenn Sie in die Statistik reingucken, das ist hier von IEEE, also amerikanisch, dann sind es doch zu gut einem Drittel der berühmte Voltage Collapse, also das mit diesem Kipppunkt da über dieser Nase drüber, also dass man eben darüber gesprungen ist. Das ist jetzt nicht eine Wirkleistungsmangellage, das ist eine Überlastung des Netzes. Und 42% Cascading Overload. Also das eben einfach so wie in dieser Kroatien-Störung eben wie so Dominosteine, die Leitungen eben rausgegangen sind, weil immer die Parallelleitung weg ist und die andere überlastet und dann geht das so weiter, bis das Netz eben auseinanderreißt. Frequenzkollaps nur 5%. Also das hat man relativ gut im Griff. Die Netzprobleme sind eigentlich das, was entscheidend ist. Und im Stresstest übrigens ist der Frequenzkollaps nicht gerechnet worden, sondern nur Cascading Overload und Voltage Collapse. Ja? Aus gutem Grund, wie man sieht. Das ist okay. Der Aufwand ist auch enorm. Wenn es dann doch passiert, wie kommen wir wieder auf die Füße? Das ist so ein Plan, auch von der Amprion, so schön in Grafiken gepackt worden, ist aber agreed, ist ein Gridcode. Es startet mit den UNBs. Die UNBs bauen das Übertragungsnetz wieder auf. Ich zeige Ihnen gleich noch eine Folie dazu. Und wenn das wieder weitgehend steht, beginnt der Versorgungswiederaufbau. Und dann schrittweise und dann zum Schluss wird der Markt wieder in Gang gesetzt. Das kann durchaus 2-3 Tage dauern. Das da vorne ist eine Sache von, naja, sagen wir mal 2 Stunden. Und das hier sollte eine Sache sein von unter 24 Stunden, also unter einem Tag, ja, bis alle wieder dran sind. Das Bild stammt aus diesem Secret Paper. Wir haben das zusammen mit der Amprion wirklich trainiert. Das wird trainiert. Es gibt ausgefeilte Konzepte und Strategien für den Netzwiederaufbau und es wird trainiert. Wie trainiert man das? Ganz einfach. Man sucht sich eine lastschwache Nacht, typisch irgendwann im August in den Schulferien, schöne Sommernacht, Samstag auf Sonntag, wo die Last extrem schwach ist, schaltet ein Teil des Netzes raus, komplett raus. Das kann man dann gerade noch machen, ohne Verbraucher zu gefährden, und trainiert mit diesem abgeschalteten Netz den Netzwiederaufbau. Und das wird gemacht. Und natürlich am Simulator dann. Ja, also das natürlich auch. Und das wird auch hart gemacht. Ja. Ich glaube, ich verrate jetzt keine allzu großen Geheimnisse. Dieses Kraftwerk da hinten links, da, das ist Vianten. Das ist ein Pumpspeicherkraftwerk. Das ist eine der Blackstart Units, die wir haben. Wir haben 15, 16 in Deutschland, die also schwarz hochfahren können, ohne Energie von außen. Und wir hier sind ungefähr hier. In diesem unteren Netzzweig. Und die EnBW macht das Gleiche von Schluchseewerken nach Norden. Das heißt, die treffen sich dann hier in Philippsburg und das sollte innerhalb von unter einer Stunde passieren. Also, was ich noch sagen will damit, ich habe Ihnen hier auch eine Simulationsrechnung, die wir gemacht haben. Hier oben ist die Zeit in Zeitschritten. Ich sehe den Punkt wieder nicht, verflixt, da ist er. Also das ist die Zeit in Minuten und die rote Kurve ist, wie die Last wieder hochgeht. Und Sie sehen, also nach 700 Minuten sind Sie fast wieder dran. Ja? Und nur die Letzten, die brauchen dann viel Zeit.
eine Simulationsrechnung. Klar, da geht dann immer irgendwas schief in so einer Situation, ja, aber was ich sagen will, selbst wenn es passiert, die Welt geht davon nicht unter. Es ist nicht so wie in dem Roman, dass es dann 12 oder 14 Tage dauert. Da war aber Sabotage angenommen, und zwar ein Cyberangriff. Sondern wenn die Anlagen zur Verfügung stehen, dann sind wir an einem Tag wieder da. Nicht schön, aber das Abendland geht davon nicht unter. Ja? Hoffe ich doch. So, ganz kurz noch. Das ist die Versorgungszuverlässigkeit in Deutschland. Das sind die berühmten so 12, 13 Minuten im Mittel pro Jahr, die Sie keinen Strom haben. Das ist eine Zustandswahrscheinlichkeit. Das heißt nicht, dass Sie jedes Jahr 12 Minuten keinen Strom haben. Sie wissen, die normale Störung dauert eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Dann können Sie sich also ausrechnen, bis Sie die 12 Minuten zusammen haben, müssen Sie 10 Jahre warten. Also alle 10 Jahre haben Sie so eine Störung zu Hause. Die meisten von Ihnen werden sich nicht mehr erinnern können, wenn Sie das letzte Mal einen Stromausfall hatten, denke ich mal. Sei denn, Sie wohnen irgendwo in der hintersten Eifel, dann vielleicht schon, aber nicht hier in der Stadt. Das wollte ich Ihnen mitbringen. Das war letzte Woche. PG&E, Pacific Gas and Electric, das ist der Versorger von Kalifornien, announced Power Shutoffs in der Bay Area. Das ist, wie gesagt, diese Area, wo zu mieten das Haus $5,000 im Monat kostet. Die announcen das. Warum? Weil starke Winde angesagt worden waren und die vorsorglich die Leitungen abschalten, weil wenn da ein Baum reinfällt, die das Risiko von irgendwelchen Waldbränden wieder haben. Das machen die vorsorglich. Und das ist nicht irgendwo in Timbuktu. Das ist Bay Area. Und sie haben dann auch eine schöne Webpage, wo sie sich dann also schlau machen können, ways we can help. Wie das aussehen soll, was sie tun können. Was ich sagen will damit ist, wir sind verdammt verwöhnt. Wir sind verdammt verwöhnt. Das ist normal da. Das machen die vorsorglich. Nicht erst im Fall der Fälle, sondern vorsorglich. Das passiert auch durchaus öfter im Jahr. Und ich kann Ihnen sagen, ich war ja oft in den USA, wir hatten ja unsere Mannschaft da drüben. Unser Headquarter war in Upstate New York, in Schenectady, um genau zu sein. Da gab es typisch mal so jeden zweiten Winter so einen richtigen Blizzard. So minus 40 Grad, Eis. Wenn der angesagt war, wurden die Leute nach Hause geschickt und jedem war klar, wir haben jetzt 3 Tage keinen Strom. Weil die ganzen depperten Holzmastleitungen auf dem Boden liegen und dann kamen die, wenn das vorbei war, wieder mit so einem schönen LKW, da lagen hinten diese Piles drauf, da hatten die so einen Arm, der griff in das Führerhaus, hat einen Pile genommen, wupp rein, dann ist da einer abgekratzt und die Leitung wieder hochgehängt. Das war völlig normal. War halt so. Jeder wusste das, das passiert wieder. Und unser Services Headquarter war in Orlando, also mittendrin in der Großstadt. Da hatten die sogar die Papierspender da in den Toiletten mit Batterien gepuffert, weil wir hatten so oft Versorgungsunterbrechungen da, dass wir wenigstens die Hygiene. Ja? Das war auch völlig normal. Deutschland, du liebe Güte. So, also, keep calm and carry on. Diese britische Gelassenheit würde ich uns wünschen. Und nicht dieser aufgeregte Hype nach dem Motto, um Gottes Willen, das Abendland geht unter. Es wird nicht untergehen. Und do your homework. Und zu der Homework gehört ganz sicherlich, dass man sich so im Kellerchen einen kleinen Speicher anlegt. Muss ja nicht unbedingt Wein sein, kann auch Wasser sein. Kann nichts schaden, ein bisschen was zu essen, ein paar Kerzen. Für nur für den Fall der Fälle, kostet nicht viel. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass Sie mir zugehört haben. Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen, nein, ich konnte sie sicher nicht beantworten, aber zumindest etwas Klarheit da reingebracht und trinke auf unser Wohl.